Herzlich willkommen im Gestaltcafé. Schön, dass du hier bist. Hier kannst du inspirierenden Gesprächen rund um das Thema Gestalttherapie lauschen. Ganz nach dem Motto des gleichnamigen Buches eines geschätzten Kollegen, jedes Menschenleben ist ein Roman wert, möchte ich in diesem Podcast mit meinen InterviewpartnerInnen die Gestaltarbeit erlebbarer und zugänglicher machen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur allerersten Folge des Podcasts Gestaltcafé. Vielleicht fange ich erstmal kurz damit an, warum eigentlich Gestaltcafé? Ein Café ist für mich ein Ort, wo ich mit neuen Menschen, mit fremden Menschen in Kontakt komme, wo Begegnung stattfindet, wo ich genieße im Sinne von ich liebe Kaffee und im Sinne von, wo ich mir wirklich Zeit nehme, Inhalte, um meinen Cappuccino zu trinken. Und ich meine damit, dass wir wirklich hier einen Ort haben in diesem Podcast, der Raum für Inspiration, Austausch und Begegnung bieten soll. Und ich möchte dir eine Inspiration für deine Praxis oder auch deinen Alltag bieten. Und zwar Gestaltinspiration. Also du wirst hier im Rahmen von Interviews, denen du zuhören kannst, ganz viel über die Arbeit in der Gestalttherapie erfahren, rund um das Thema. Hoffentlich auch über die philosophischen Hintergründe, aber eben auch über die praktische Arbeit und über die subjektiven Erlebniswelten meiner InterviewpartnerInnen. Was bedeutet Gestalt in deinem Leben? Wie gehst du mit Widerstand in der Gestaltarbeit mit deinen Klienten, Klientinnen um? Ja, und die möglichen Interviewgäste, das können Gestalttherapeutinnen und Therapeuten sein, Praktizierende sowie auch nicht mehr Praktizierende, aber auch Klientinnen und Klienten. Und ich freue mich, wenn du dann in deinen ganz eigenen Dialog trittst mit dem, was du hier im Podcast erfährst. Und meine Motivation ist es einfach, wirklich Begegnung zu fördern. Und in unserer, ich bin angehende Gestalttherapeutin und Psychologiestudentin, in unserer Ausbildung geht es eben vor allem darum, weg von der Vergegnung hin zur Begegnung. Was hast du wirklich zu sagen? Und wo findet in deinem Leben echter Kontakt statt? Und was bedeutet Kontakt und Begegnung für dich? Und all diesen Fragen und vielen mehr möchte ich hier einen Ort bieten, einen Raum bieten, um sie vor allem im Dialog zu erforschen. Und ich bin ganz gespannt, was daraus wird und ja, freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Mein Name ist Katharina Renke und wenn du gespannt bist, was hier noch alles im Gestaltcafé geplaudert wird, dann abonnier doch einfach diesen Podcast und sei von Anfang an dabei, um auf der Gestaltreise mitzureisen und dich inspirieren zu lassen. Schön, dass du in dieser Folge im Gestaltcafé zu Gast warst. Wie immer lade ich dich zum Schluss ein, in deinen eigenen inneren Dialog mit dem zu treten, was du gerade gehört hast. Bis zum nächsten Mal.